So, hallo, wir machen weiter bei Cult of the Lamb. Das ist jetzt Part 5 und hochgeladen ist bis Part 3. Das heißt, wenn ihr unter Part 4 und 5 kommentiert habt, konnte ich noch nicht darauf eingehen. So, genau. Letztes Mal haben wir Lashy besiegt und damit schon ein Viertel sozusagen des Weges abgeschlossen. Auch wenn natürlich die nächsten Viertel schwerer und länger werden. Also, nein, nicht offiziell ein Viertel, aber ja. Wir haben die Pilgerpassage freigeschaltet, zu der wir gleich gehen werden. Aber natürlich vorher ganz klar müssen wir gucken, was hier los ist. Er ist krank, ist glaube ich immer noch krank. Er holt sich jetzt in seinem Zelt. Betten sind keine aktuell kaputt. Das hier sammelt sich gerade wieder. Da müssen wir jetzt nicht sofort was holen. Okay, ich glaube, wir können losziehen. Ich meine, ich sehe jetzt schon wieder, da ist wieder dieses Hungerding, ne? Dieses Hungersymbol. Pass auf, ich mach mal Essen. Ich mach mal Essen. Hiervon kann ich am meisten Essen machen. Ah, das klingt doch in Ordnung. Und dann gucken wir mal, ob das den Hunger insgesamt stillt. So. Ah, wir haben 9 Anhänger. Scheiße, ich habe 2 zu wenig gemacht. F. F in den Chat. Nein, ich will nicht mit dir reden. So, ja, jetzt hinterlassen die sofort Fäkalien, aber das ist jetzt erstmal nicht das Schlimmste. Okay, da hat hingekotzt. Kann ich ja gleich wegwischen. Und guck mal, jetzt geht der Hunger hoch. Wunderbar. Dann ziehen wir los. Halt! Zur Pilgerpassage. Da links. Zur Pilgerpassage. Ich muss ganz kurz gucken, ob mein Ton alles... Aber sieht... Ja, passt. Die ist hier unten. Hier waren wir letztes Mal. Da gab es dieses Würfelspiel. Da, ich glaube, wir machen jetzt so jeden Part eine Runde oder so mit dem Würfel. Ich glaube, da kommen neue Leute mal dazu. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass wir mal so ein bisschen Abwechslung machen. So. Gut. Was haben wir denn hier Hübsches? Anhängerform kaufen. Ne, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Anhängerform kaufen wir erstmal keine. Hier kriege ich wieder Beeren. Oh, das nehmen wir doch mit. Noch mehr Beeren. Ja, wenn die hier schon wachsen, die Büsche, kann man sie auch mal abtragen, ne? Easy. Da ist eine Art Leuchtturm oder was? Okay. Ach, hier ist der Angeltyp. Okay. Was hast du mir denn zu erzählen? Sieh mal an, was die Flut angeschwemmt hat. Was stehst du da so rum? Glaubst du, dass ich für dich angeln werde? Ich bin nicht einer deiner hirnlosen Gefolgsleute. Oh, okay. Fange einen Fisch. Fischen. Ach, du grüne Neune. Okay. Ah, ich muss den jetzt in dem Bereich halten, den Haken. Seht ihr das? Ich muss X drücken, dann geht der Haken so hoch und runter. Ja, dann haben wir Fisch gefangen. Hm, also doch nicht so nutzlos. Ja, danke. Hör zu, vielleicht können wir einander helfen. Ich habe in meinem Leben zufälligerweise einige extreme wertvolle Schätze ergattert. Dinge, für die ein Fisch wie ich, also ein Fischer wie ich, keine Verwendung hat. Aber für dich, nun ja, du siehst aus, als würdest du wertvolle Dinge mögen. In diesen Wellen... Wellen? Achso, in diesen Wellen lauern die am schwersten zu fangenden Biester, die jemals gelebt haben. Und ich versuche es schon seit Jahren. Wenn du sie fangen kannst, gehören diese Schätze dir. Fang mir eine Krabbe, einen Hummer, einen Oktopus und einen Tintenfisch. Nimm das als Zeichen des guten Willens zwischen zwei Nicht-Fischfreunden. Oh, eine Karte! Es ist möglich, dir das Gegner einen Fisch hinterlassen. Okay, cool. Oh, interesting. Interesting. Kann ich einfach umsonst Fisch... Ah, guck mal, jetzt haben wir hier Bestien unter den Wellen. Also vier Fischarten muss ich fangen, okay. In die Dunkelheit blicken.
Ein kleines Lamm, ganz allein, vorsichtig. Du weißt nie, was in der Nacht lauert. Und doch rieche ich bei dir keine Angst, wie seltsam. Ah, ich verstehe, du trägst die rote Krone. Ich kannte deinen Vorgänger. Er war ein schwaches und kriecherisches Geschöpf. Nicht so wie du, würde ich meinen. Kleines Lamm, du hast schon einmal einen Pakt geschlossen, wäre es mit einem anderen. Fürchte dich nicht, ich werde dich nicht um so etwas Kostbares bitten wie deine ewige Knechtschaft. Ich bin hungrig, sehr hungrig, ich habe einen Mordshunger. Ich will einen Fisch, einen großen Fisch, und ich gebe dir etwas im Tausch. Okay. Hier ein Lachs. Kluge Kreatur, nimm das und zieh weg. Ich fürchte, ich habe etwas unappetitliche Essgewohnheiten. Du wirst mich hier nicht mehr begegnen, aber unsere Wege werden sich an anderer Stelle kreuzen. Im Moment des Zufalls im Dunkel der Nacht. Okay. LOL. Jetzt bekomme ich eins von diesen Dingern hier. Das haben wir noch nie gesehen, diese Animation. Da muss man also 4 Stück sammeln. Schauen wir mal, was dann passiert, wenn wir 4 haben. Okay. Interesting. Ja, gut. So, was gibt's hier? Leuchtturmwärter. Was? Wer wagt es, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten? Verzeihung, es ist nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird, egal wie stark wir beten, und es zerschellen in einem fort Schiffe an den Felsen. Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger, die dem heiligen Pfad folgen. Wenn bloß unsere Anführerin hier wäre, sie wüsste, was zu tun ist. Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit sie letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. Wir flehen sie an, nicht zu gehen, denn wir alle wissen von den Zähnen im Dunkeln. Wir flehten sie an. Aber sie wollte nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl, als zu beten, bis der Leuchtturm wieder erstrahlt. Hochlebe das mächtige Licht. Okay. Bring uns das Licht. Brennmaterial hinzufügen. Okay, ich könnte hier 15 Holz hinzufügen. Okay, gut zu wissen. Wenn wir 15 Holz haben, könnte ich hier was machen. Scheinbar. Scheinbar kann ich hier was machen. Wie viel Holz kriege ich aus den Bäumen hier zusammen? Oh, wir kriegen 15 Holz zusammen. Ja, komm, dann opfern wir die 15 Holz mal hier. Es wird sicherlich irgendwas Sinnvolles passieren. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, was passiert. Keuch, unsere Gebete wurden erhört. Danke dir, O Leuchter, dass du uns das Lamm zu unserer Rettung geschickt hast. Jetzt werden die Pilger wieder an unsere Küsten zurückkehren. Um das Licht wieder zu entfachen, verpflichten wir uns dir. Wir sind deine unwürdigen Diener, mächtiges Lamm. Wir werden dich und dein großes Licht an diesem Schrein anbeten. Bitte sonne dich in unserer Fähre. Oh, kriege ich hier Hingabe? Oh mein Gott, ja! 15 Hingabe! Kann ich mir jetzt immer wieder 15 Hingabe holen, wenn die das aufgefüllt haben? Also füllt sich das mit der Zeit auch wieder? Vielleicht? Wäre interessant. Oh, jetzt sind hier Leute draußen. Okay. Hier ist jetzt ein Boot, da sind ganz viele Fische. Oh, hier ist... Das ist jetzt hier aufgetaucht erst, ne? Das war vorher nicht. Was weißt du über Tarotkarten? Ja, alles eigentlich. Ich finde es häufig, wenn ich am Meer spazieren gehe. Ja. Krieg ich welche? Je 25 Gold. Ich habe keine 25 Gold. Okay, aber die müssen wir natürlich alle kaufen. Hier haben wir nur Dekozeug, das brauchen wir nicht kaufen. Ja, das brauchen wir nicht kaufen. Nee. Das ist alles nur Deko, brauchen wir nicht. Okay. So, was hast du mir zu sagen? Führe uns, mächtiges Lamm, auch. Okay, alles klar. Okay, der labert auch nur. Alles klar, ist ja gut. Komm, wir gehen nochmal fischen. Vielleicht kriege ich ja noch schon verschiedene Tierarten zusammen. LOL!
Anhänger formen. Man kann hier nicht nur Fische fischen, angeln. Sehr interessant, und was auch interessant ist, vielleicht hört man das. Mein Controller hört nicht mehr auf zu vibrieren. Jetzt hört er auf. Okay, das hat mich gerade brutal irritiert. Okay, also man kann hier mehr Sachen angeln. Und es kostet nicht mal was zu angeln. Ich kann hier einfach... Okay, ich kriege hier lauter Anhängerformen. Okay. Interessant. Aber ich wollte Fische. Oh, der scheint selten zu sein. Nee, oder auch nicht. Ah, neue Fischart. Oder auch nicht. Nee, war gar keine neue Fischart. Sah nur neu aus. Okay, ist das jetzt eine neue Fischart? Also es ist eine neue Fischart, aber nicht... Gehört nicht zu denen, die ich fangen soll. Okay. Ah. Aber das Angeln ist super easy. Haben wir Lachs gefangen. Oh. Ah, die Schatten... Also wenn ich die fange, sind die Schatten auch weg. Vielleicht kann ich am Tag nur eine bestimmte Anzahl an Fischen. Oh, das ist jetzt aber eine Krabbe. Machen wir nicht. Ach, oder muss ich es dem Fischer auch bringen? Guck mal hier. Ah, okay, wir haben jetzt eine Krabbe. Ja, okay, komm, hier eine Krabbe für dich. Kneif mich mal, ist das eine Krabbe? Die hier hat mir einen richtigen Kampf geliefert. Ich dachte, ich hätte einen Wal am Haken. Bitte, gehört jetzt dir. Yo, das zweite Stück von dem... Okay. Sweet. Sehr interessant. So, dann machen wir doch mal hier noch die Schatten weg. Wahrscheinlich kann ich pro Tag hier einmal die Fische leer fischen. Ah, da kriegt man ja voll gut schnell Essen zusammen. Ups, das war viel zu weit. Da kriegt man ja voll schnell das Essen zusammen. Das ist ja voll gut. Oh, oh boy. Okay, jetzt habe ich dich. Ja, okay, kein neuer. Und jetzt ist hier nichts mehr, keine Fische. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal wieder zu unserem Kult zurück. Denn wir haben schon wieder ganz viel, was wir erledigen können. Eieiei. Man kommt gar nicht so schnell zu den Kreuzzügen wieder, ne? Man kommt gar nicht so schnell wieder zu den Kreuzzügen. Das ist ja unglaublich. Oh, guck mal, jetzt geht's erstmal hier los. Und dann ist schon wieder alles schmutzig hier. Ich muss jetzt hier mal ganz schnell sauber machen. Auch wenn ich gar nicht weiß, wo die überall hingekotet haben. Ich sehe gar nicht so viel dafür, dass das komplett unten ist, das Symbol. Okay, hier kommt ein bisschen was. Okay. 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 Ah, jetzt nähern wir uns schon wieder. Jetzt wird schon wieder besser hier. Wo ist noch mehr Zeug? Hier ist noch einer. Okay. Hier ist noch einer. Ja, was ist jetzt mit dir, Trevor? Also, du bist gesund, ne? Schalamba, geil. Ich spüre ein Verlangen. Ich muss eine Mahlzeit essen, die aus einem Anhänger zubereitet. Oh! Oder nee, wir essen kein Anhängerfleisch. Tut mir leid. Wir essen keine eigenen Leute. Das geht aktuell nicht. Niemand tot? Das können wir nicht machen. Das tut mir leid, aber das geht nicht. So, jetzt wird schon wieder Nacht. Das ist nicht so gut. Ich wollte gerade eigentlich losgehen und uns segnen. Hier ist noch mehr. Trebre, was ist denn noch? Verzeih mir die Störung. Ich wollte bloß Hallo sagen. Hallo. Okay. Bruder. Na komm her. So, aber wenn es jetzt gleich wieder Tag wird. Oh, was ist jetzt los? LOL! Eine Anhängerform.
Jetzt ist das einfach eine Anhängerform geworden. Es passieren Dinge hier. Unfassbar. Hadrian schnarcht und hat andere geweckt. Okay, wo schläft Hadrian? Der Typ schläft hier. Ich muss den verfrachten. Ich muss den woanders hin verfrachten. Hadrian muss in Zukunft woanders schlafen, das geht nicht. Pass auf. Ich kann nicht mal ein Bett bauen, weil ich kein Holz habe. Ah. Das ist nicht so gut. Wir können hier mal wieder Samen reinlegen. So. Ja, aber das passt denen gar nicht, dass der hier, ne? Das passt denen gar nicht und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Okay, ich brauche Holz. Ich brauche ganz dringend Holz. Ah, guck mal, hier kann ich jetzt wieder Holz hacken. Der ist gerade neu gewachsen, der Baum. Sehr gut. So. Okay, jetzt segnen wir erstmal die ganze Meute. Weil vielleicht schaffen wir es, die noch zu leveln, bevor wir die Predigt halten. Dann würde ich mehr Zeug bekommen. Ja, da haben wir schon eine neue Stufe. Sehr geil. Sehr geil. Wichtig und richtig. So, hier kann man auch noch segnen. Oh, da ist sogar Stufe 3 jetzt dabei. Oh mein Gott, stark. Stark. Hier können wir auch noch segnen. Oh, haben wir schon, okay. Haben wir schon. So, pass auf, Hadron. Du musst jetzt erstmal... Okay, wir können erstmal einsammeln. Ich komme nicht hinterher. Ich will 3 Millionen Sachen gleichzeitig machen. Ich komme nicht hinterher. So. Pass auf, Raffinerie haben wir schon, ne? Ja. Heilquartier. Einfache Dekorationen, die brauchen wir, glaube ich, nicht, haben wir gesagt. Richtig? Ich glaube, haben wir gesagt, die brauchen wir erstmal nicht. Reinigungsposten. Ein Gebäude, das Anhänger die Möglichkeit gibt, sich um ihren Dreck zu... Sehr gut, ja. Klingt gut. Was haben wir daneben? Ein Ort, um kranke Anhänger zu heilen, klingt auch gut. Und das Toilettenhäuschen. Ah, okay, dann können die sich da selber, das ist eigentlich beides nicht verkehrt, oder? Was haben wir auf der Seite? Missionar 2, wir haben noch nicht mal Missionar 1 aufgebaut. Ah, dann kann ich 2 Anhänger losschicken. Dämonenbeschwörung haben wir auch noch nicht mal die 1 aufgebaut. Düngersilo. Lagere hier Dünger, den deine Anhänger auf den Acker... Ah, okay, das ist aber auch nicht verkehrt. Oh, es gibt so viel, was man machen will. Menno. Pass auf, ich mache es mal Düngersilo. Zack. So. Und das da drüben müssen wir, weil das müssen wir auch bald machen. Das ist alles sehr wichtig und richtig hier. So, was mit dir jetzt? Der will ständig irgendwas von mir, der Trebre. Wir können uns nicht allein auf den Kreuz gestützen, um... Lass uns ein Holz für seine... Ja, das will ich ja. Das will ich ja. Das ist ja mein Plan. Ich konnte nur noch nicht. Ich muss jetzt erstmal das eine Bett abbrennen. Ich muss ein neues Bett bauen. Ich habe kein Geld. Ich habe nicht genug Geld für das neue Bett. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt erstmal die Predigt halten. Dass wir hier mal hier unser Level machen. So. Einmal Predigt, bitte. Nice. So. Und jetzt, machen wir... Also hier haben wir ja Fluch der Horde, haben wir die Flüche. Und ich glaube, hier kann ich... Erhöhe die Gesamtmenge deines Eifers. Ja. Auf deinen Kreuzungen tauchen 3 neue Flüche auf. Ich würde das mal den Eifer erhöhen. So, und damit haben wir jetzt 5 von 5.
Und damit gehen wir hier auf die nächste Stufe das nächste Mal. Sehr, sehr gut. Wenn wir das nächste Level up haben, gibt es wieder was Wichtiges. Was Größeres Wichtiges. So. Mehr kann ich hier aktuell nicht tun. Let's go. Okay, pass auf. Ich kann, glaube ich, fast nichts gerade bauen. Ja, ich brauche für alles brauche ich ganz viele Sachen. Oh, fürs Düngersilo brauche ich vor allem, Scheiße, da muss ich erst... Och, nee. Das ist kein normales Holz. Das ist dann schon verarbeitetes Holz, was ich in diesen... Das habe ich noch nicht mal gebaut, ne? Wo ich Holz umwandeln kann. Raffinerie, genau hier. Brauche ich erstmal eine Raffinerie dafür. Okay, so oder so, wir brauchen jetzt erstmal Geld. Wir brauchen jetzt erstmal richtig viel Geld. Wir gehen jetzt auf einen Kreuzzug. Let's go. Vorher mache ich noch Essen. Mit den Fischen müsste ich einiges an Essen machen können. Na, das sieht doch gut aus. Pass auf, Wir machen erstmal 9 hiervon, auch wenn sie dann wieder alles vollkoten. Aber dann sind sie erstmal beschäftigt. Haben erstmal was zu essen. So. Okay, Chefs, wir gehen auf Kreuzzug. Und damit bricht die erste Kette und das nächste Ding geht auf. Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Ja, 7 Anhänger brauche ich hierfür. Moment, stopp. Wo ist denn jetzt Level 2? Hier brauche ich 9. Ich kann in beide schon reingehen. Ich glaube aber, das ist Level 2, oder? Ja, hier brauche ich 12. Ja, also wir können hier aufmachen. Das ist Level 2, glaube ich. Ja. Aber es ist interessant, dass ich schon das andere auch schon aufmachen könnte. Was heißt könnte? Wir machen es gleich auf. So, also why not? Ja, dann haben wir gleich die Animation zweimal. Okay. So, und jetzt habe ich hier gesehen, hier ist links ein Kollege. Was will der denn von mir? Hallo, du hast so viele Mäuler zu stopfen. Du brauchst sicher ein paar Samen. Ein Kultanführer ist immer gut fürs Geschäft. So viele hungrige Anhänger mit Knochen und Mägen. Richte mich hier ein, wenn du Getreide brauchst, weißt du, wo du mich findest. Du hast doch nichts dagegen, oder? Okay. Samenladen. Ah, hier kann ich jetzt für Geld Samen kaufen. Ja, nee, ich brauche eher Geld gerade und nicht Samen. Was ist mit den Spinnen da? Kann ich die fangen? Nee, ne? Kann ich nichts machen. Okay, whatever. Wir gehen rein. Wir gehen rein. So, wir bekommen am Anfang Panzerhandschuhe des Sturms. Handschuhpaar mit tödlichen Stacheln. Anfänglich schwach, aber nach einer abgeschlossenen Kombination finde ich... Okay, Sturm ist Kombinationsangriff und Handschuh ist halt Handschuh. Hatten wir noch nie als Kampfding, ne? Du betrittst die Länder des Bischofs Heket. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Ja, Heket ist jetzt der nächste große Boss dann. Und jetzt sehen wir schon, wir starten mit dem schwarzen Herzen. Das hatten wir ja auch freigeschaltet. Ein explosives Projektil, Spitze der Verderbnis. Okay. Das ist also meine Zweitwaffe jetzt hier in der Runde. Ich will erstmal wieder schön alles kaputt machen. Um Dinge. Gehirnwäsche-Pilzspore, was ist das denn? Okay, sicherlich was am Ende wichtig wird, aber im Moment kann ich damit nichts anfangen. Ja, man sieht schon, die werden wirklich stärker mit jedem Angriff. Okay. Oh, da ist so ein Schneckending. Das Schneckenhaus mussten wir doch, ich weiß gar nicht mehr, wer es wollte, aber irgendjemand wollte so ein Schneckenhaus. V
Fuck, wo war das denn, dieses Schneckenhaus? Das war bei der einsamen Hütte, ne? Da war das Schneckenhaus. So, wir müssen mal unsere Spezialattacke ausprobieren. Oh, da werfe ich was. Ah, okay, ich verstehe. Okay, da werfe ich was und hinterlasse dann auch noch so Schadenszeug. Interessant und gut zu wissen. So, okay, let's go. Klappt doch bisher alles ganz gut hier, ne? Okay, aktuell geht hier nicht mehr. Gut, weiter. So. Gras, Gras, Gras. Okay, wir haben zwei Wege. Ah, hier ist der Kartenweg. Sehr gut. Gib mir eine Karte. Ups. Also, plus eins blaues Herz. Nein, wir nehmen plus eins blaues Herz. Sehr schön. Ganz viel Stein hier. Aber ich bekomme keinen Stein. Schade. Noch ein Schneckenhaus. Ah, dann sind die ja gar nicht so selten und dann sind die einfach nur ab der Welt scheinbar verfügbar. Guck mal, da ist wieder eine Schnecke. Und ein Herz, was ich sogar nicht mal nutzen kann, weil ich voll bin. Crazy, was hier abgeht. Okay, weiter. Und das war's. Sehr schön, wieder viel Geld und let's go. Direkt in den nächsten Raum. Okay, hier haben wir gar keine Auswahl. Wir müssen ins Fragezeichen reingehen. Das heißt, hier muss irgendwas Relevantes jetzt passieren. Der Friede sei mit dir, Kreuzfahrer. Ich suche nur die Wahrheit und das Licht, aber ich kann dir von Nutzen sein. Ich kann die Loyalität eines beliebigen deiner Anhänger erhöhen. Okay. Dann nehmen wir doch die von einem, der auch ein Level-Up dadurch bekommen würde. Also er bekommt auf jeden Fall ein Level-Up. Oh, er wäre wahrscheinlich schon auf 4 dann, Jonathi. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob vom Alter her 37, 35. Die sind schon ganz schön alt. Hilfe. Ich weiß gar nicht, ab wann die anfangen zu sterben. Also wurscht. Wir nehmen ihn. Zack. Nice. Meine Arbeit ist getan. Dieser Narr würde dir in die tiefste Finsternis folgen, aus der niemand zurückkehrt. Okay. Oh, ich kann das Feuer gar nicht kaputt machen. Okay. Aber ich kann hier wahrscheinlich noch ein paar Gras oder Knochen oder sowas holen. Aber zumindest ein bisschen Gras. Okay. Ja, gut, interessanter Abschnitt. Weiter geht's. Weiter geht's. Jawollo, jetzt gibt's hier 14 Hingabe. Und wir können es wieder kaputt machen. Das werde ich nie wieder vergessen. Schön einen Stein mitgenommen. Jawollo. Okay, super. Großer Raum. Da hat es mein schwarzes Herz gerade erwischt. Oha.
Okay. Jetzt haben wir noch viel zum Kaputtmachen. Ich hoffe, ihr habt die Zeit mitgebracht. Gerade sammle ich allerdings gar nichts aus den Sachen ein. Okay, hier wieder ein bisschen Gras bekommen. Mehr Gras. Okay, das war jetzt nicht so effektiv. Okay, tschüss. So, ist ein Weg wieder der... Okay, da sind so Schwerte hängen so rum. Aber das scheint trotzdem ein Spezialraum zu sein. Oh! Wenn Schwerte rumhängen, ist es der Shop. Oder bist du ein Shop? Tritt vor, Bestie aus den wirbelnden Nebeln des Chaos, die uns umgeben. Lass mich dich vollständig betrachten. Du trägst die Last zeitloser Jahrhunderte auf so zierlichen Schultern. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aussehen trüben. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hand, die sie führt, um Gegner zu töten, um die Ehre zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dieser Eisenwerkstücke annehmen, die im Wegenfall geschmiedet wurden. Ah, ich kann mir eins aussuchen, oder was? Ah, ich kann eins jetzt wechseln. Also neue Panzerhandschuhe, die beziehungsweise stärkere Panzerhandschuhe. Stärkere göttliche Explosion. Oder tückischer Dolch. Da haben wir wieder das Gift dabei. Aber ich finde die Handschuhe eigentlich gerade ziemlich gut. Wir nehmen einfach die stärkeren Handschuhe. So. Dann kann ich die anderen wieder verwerten. Zack. Geht das hier kaputt auch? Ja. Bringt mir das irgendwas? Irgendwie nicht so, ne? Okay. Alles klar. Ja gut, also auch ein wichtiger Raum, wenn Schwerter hängen. Aber ich glaube, wir laufen einfach sowieso eh immer alles. Oh, jetzt kommt er wieder. Erbärmlich, unterwürfige und abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den Jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien wie den deinen. Wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Sie sollen verhungern. What? Wo bin ich, Anführer? Amdusias hungert. Oh, okay. Der hat jetzt dafür gesorgt, dass einer hungert. Ja, gut. Sobald ich zurück bin, kümmere ich mich drum. Gerade schlecht. Ich hoffe, der hält das aus. Ah, verdammt, ich habe nicht gesehen, dass da von oben Sachen runterkommen. Oh! Göttliche Explosion 5 oder Flammenschuss 5? Nein, wir nehmen die göttliche Explosion mit. So. Ach so, stopp mal. Was ist jetzt der Unterschied? Ach, das war das Ding. Nee, das zum Werfen fand ich eigentlich schon cooler. Dann verwerten wir das hier. So. Und ich glaube, wir sind auch schon beim Boss, oder? Wenn ich den langen Weg hier betrachte. Ja. Okay. Okay. Ja, so viel macht es jetzt auch nicht. Habe ich mir ein bisschen effizienter vorgestellt, muss ich gestehen. Mein Gott. Oh shit. Das war auch nicht so gut von mir jetzt.
Teilweise ist es gerade bei den Eierschalen jetzt echt schwer zu unterscheiden, wo mein Lamm ist und wo nur eine Eierschale rumliegt. Ich bin ganz ehrlich. Oha. Ah, mein Gott, was tue ich? Oh, mein Gott, was tue ich? Kritische Hase hier gerade. Ganz schlecht. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Ich glaube, ich bleibe lieber auf Abstand. Und versuche das über Eifer zu regeln. Shit, das wäre... Oh, nee. Das war so knapp. Du wirst wieder auferstehen. Okay, ah, jetzt kriege ich Sachen abgezogen, die ich gesammelt habe. Ich verstehe. Na, ah, alles klar. Mist. Fürchte dich nicht, denn du bist mein auserwähltes Gefäß und der Tod kann dich nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen, denn du bist mir noch von Nutzen. Ich habe jetzt echt schlecht gespielt. Nimm, was du gesammelt hast. Bau den Kult auf und stärk ihn. So gewinnt man Macht. Mach unverdrossen weiter. Jedes Mal, wenn du fällst, erhebst du dich stärker als zuvor. Ja, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal um Andusias kümmern. Der hungert. Erstmal einsammeln. Schon wieder alles voll hier. So. Hoppala. Nein, ich will mit... Ja, ich kümmere mich drum. Er ist wieder krank hier. Hilfe. Also, ah, ich habe keine Beeren. Ich kann jetzt... Oh, was kann ich jetzt als Essen schnell machen? Nee, das machen wir auf keinen Fall. Ich kann gar nicht so viel Essen machen, ne? Können wir das Ritual schon wieder ausüben? Nein, erstens ist noch Abklingzeit, zweitens... Okay, knochentechnisch würde es gehen. Pass auf, wir machen erstmal Predigt. Sollte nämlich für ein Level abreichen, jawollo. Und dann können wir hier Herzen der Gläubigen einsetzen und haben mehr Energie für den nächsten Kreuzzug. Und auch natürlich die nächste Stufe hier von allem. So. Gut, dann... müssen wir uns trotzdem... Okay, erstmal hier sauber machen. Okay, wir segnen erstmal wieder, wenn ich sie schon gerade hier alle habe vor mir. Und Amdusias muss ganz schnell was essen. Jetzt segnen wir kurz hier drüben, wenn ich sie alle gerade da habe. So. Dann machen wir kurz ein bisschen weg. Und nächste Stufe. Sehr schön. So. Was ist mit dir? Ah, du bist der Kranke, ne? Ja, ja, ja. Machen gleich wieder Bären. Ich kann ja hier gerade ganz viele Bärensachen sammeln. Oh, und guck mal, jetzt kann ich hier auch Kamelien sammeln. Was auch immer die machen. So, aber wenn wir mal die nächsten Sachen gebaut haben, dann könnt ihr ja selber abbauen. Geht halt nur leider alles nicht gleichzeitig. Oh, jetzt schnarcht der gleich wieder, der eine Typ, ne?
Scheiße. Ja, ich muss den auch. Nee. Ich muss den umverfrachten, den Typen. Ich glaube, das machen wir gleich. Das geht mir auf den Keks. So. Er hier braucht eine neue Unterkunft. Oh, ich kann ihn nur verbessern. Ah, das ist schlecht. Okay, dann muss ich nochmal abbrechen. Dann muss ich erstmal ein normales Bett bauen. Und zwar ganz weit weg. So, soll der hier schlafen? Er war der, der schnarcht, ne? Hadrian. So. Hadrian, du gehst hier hin. Abflug. Lass die anderen in Ruhe schlafen. So. Du kriegst jetzt Essen am Dusias, du bist eh wieder wach. Na stimmt, du bist ja der, der immer wach ist. Ja. Komm, dann mach ich dir eine deftige Fleischbrühe. F, hier, essen. So, dann hoffe ich, dass das jetzt dem Hunger hier hilft. Nice, deine Anhänger hungern nicht mehr. Sehr gut. So, und er ist ja auch hier am Werken. Nein, ich wollte hier die Samen befüllen. Oh, jetzt haben wir auch hier Gehirnwisch. Okay, ich weiß nicht, was diese Pilze machen, aber wir packen mal die Samen da rein. So, was kann ich jetzt bauen? Dämonenbeschwörung könnte ich bauen, aber wir brauchen erstmal andere Sachen. Wir bräuchten erst... Okay, ich kann die Raffinerie bauen. Das ist schon mal gut. Ich muss die Raffinerie auf jeden Fall bauen. So, die Raffinerie kommt mal... Weiß ich nicht. Ja, hier hin. So. Fortgeschrittene Bauten benötigen nämlich geweihte Ressourcen. Geweihte Ressourcen setzen sich aus Basisressourcen zusammen. Schalte die Raffinerie frei und baue sie, um Ressourcen weihen zu können. Gibst du in der Raffinerie eine entsprechende Bestellung in Auftrag, kommt automatisch ein Anhänger, der deine Ressourcen weiht. Okay. So, dann bauen wir erstmal das Ding auf. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Dann segnen wir erstmal wieder. Dann haben wir schon mal die vier hier, die gesegnet werden. Da haben wir den Level up. Dann haben wir ihn hier zum Segnen. So. Dann segnen wir hier drüben. Zack. Sehr gut. Okay, muss sich noch erholen. Er ist noch nicht krank. Er ist noch, ne? Okay, das Bett kann ich gerade nicht reparieren. Ich kein Holz mehr habe, aber das haben wir gleich geklärt, das Problem. Zack. So. Beziehungsweise wir reparieren das Bett gar nicht erst. Wir machen gleich eine... Okay, wir machen keine Unterkunft draus, weil ich kein Geld mehr habe. Scheißendreck. So, aber jetzt kann ich hier nämlich Sachen machen. Ich kann einmal Gold herstellen aus so Goldklumpen. Und wir haben 67 Goldklumpen. Ja, also das ist schon gut. Aus 7 Goldklumpen werden 5 Goldmünzen. So, let's go. Alles andere kann ich hier gerade eh nicht wirklich machen. So, jetzt kommst du her und machst hier das Ding. Okay, da sehen wir, wie das funktioniert. Bartman, was hast du mir zu sagen? Anführer Violan, würden gerne zusammenkommen und ein üppiges Abendessen genießen. Könntest du ein Festmahl für uns geben? Ja. Ja. Jetzt müsste ich es auch einsetzen können, richtig? Erstmal direkt wieder Predigt. Gesegnet haben wir ja gerade. Wir sind schon wieder 45 Minuten im Part. Wir müssen gleich aufhören. Das dürfte nicht ganz reichen, ne? Ja, macht nichts. So, Rituale.
Jawohl, das können wir einsetzen. Let's go. Wunderbar. Gut. Haben wir die Quest erfüllt? Können wir uns die auch gleich wieder abholen? Artman, du hattest die Quest für mich. Jeff? Jeff? Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Er hat erstmal wieder mehr Dings. Mehr Hingabe für uns. Und eine Tafel, die jetzt wieder vollständig ist. Ja, wir können direkt das nächste machen. Alter, es geht hier ab wie Schnitzkatze. So, welche Doktrin verkünden wir? Wir sind immer noch auf Essen gewesen, ne? Wir gehen weiter auf... Ich würde sagen, wir machen erstmal immer eins voll. Versorgung. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das dafür sorgt, dass alle Samen sofort für die Ernte bereit sind. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das zwei Tage lang wahrscheinlicher macht, dass besondere Fische... Doppelte Menge an Fisch... Oh, das klingt auch nicht verkehrt. Das nehmen wir. Das nehmen wir. So, was brauche ich dafür? 75 Knochen. Okay. Also, geht sogar relativ bald. Ich mach nur kurz die Ausrufezeichen weg. So. Okay. Wunderbar. Hier kann ich auch wieder... Oh, wir haben den nächsten... Die nächste göttliche Dings. Inspiration. So, pass auf. Wir werden bald die erste Leichengrube brauchen, wenn das so weitergeht. Wie viel kostet ein Reinigungspunkt? Achso, das sieht man wieder nicht. Ich glaube, das hier ist sinnvoller. Ich überlege halt, ob Toilettenhäuschen auch nicht sinnvoll wäre. Aber wahrscheinlich brauche ich am Ende dann wieder gesegnetes Zeug und das habe ich noch nicht. Was wäre denn im Moment am sinnvollsten? Oder wir probieren mal die Opferstatue. Ich weiß nicht, was ich da bekomme, aber vielleicht ist das auch nicht so verkehrt. Wir nehmen mal das. Wir nehmen mal das. Ich weiß leider nicht genau, was die macht. Aber das werden wir schon rauskriegen. Oh boy. Ja, okay, ich kann es mir eh noch nicht. Ich kann es eh noch nicht bauen. Schade. Ich kann es eh noch nicht bauen. So, können wir jetzt. Wie viel Holz haben wir denn? 5. Ich bräuchte aber. Ah, ich brauche mehr Gold, aber das haben wir gleich hier unten. So. Und da kommt gleich das nächste Gold. So, dann kann ich jetzt nämlich die Unterkunft da oben verbessern. Dann brauche ich die gar nicht weiter reparieren. So. Hier kann ich mehr einzahlen. So, kann ich denn jetzt mit dieser Kamelie irgendwas kochen eigentlich? Was habe ich noch nicht verstanden. Taucht hier irgendwo diese Kamelie auf oder was das ist? Nee, das hat dann damit nichts zu tun. Ha, okay. Okay, okay, okay. Pass auf, dann gebe ich hier mal gleich weitere Sachen in Auftrag. Wir brauchen auf jeden Fall geweihtes Holz, aber das... Wir machen erstmal die Goldmünzen voll. Wir haben so viel Goldklumpen mitgenommen, deswegen habe ich sie auch mitgenommen.
Gut. Ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Oh, hier lag auch ganz viel Holz noch rum. Okay. Ja, ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Ich werde den Part 6 gleich nach dem Part hier aufnehmen, also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass ich jetzt auf Kommentare eingehen kann, ne? Deswegen, danke fürs Zuschauen an der Stelle erstmal und tschüss!